Willkommen bei Hawaii Money, mein Name ist John Schmidt. Heute sprechen wir darüber, was Aktienkurse kurzfristig bewegt. Mit kurzfristig meine ich wirklich mehrere Tage oder noch weniger. Am Ende jedes Tages gibt es ja immer diverse Kommentatoren, sei es bei YouTube, Blogs, Börse vor 8 oder NTV oder was es da sonst noch so alles so gibt, die versuchen, vermeintlich logische Erklärungen zu finden, warum Aktien gestiegen oder gefallen sind. Die Kommentatoren haben unendlich viele Erklärungen dafür, die sie immer wieder verwenden. Der eine Börsensender sagt zum Beispiel, dass die Aktie gefallen ist, weil trotz der positiven Ergebnisse die Experten in Zukunft mit einem Umsatzverlust rechnen. Der andere Börsensender sagt, es gab einfach eine Gewinnmitnahme. Was auch passieren kann, an einem Tag sagt ein Börsensender, dass die Kurse gesunken sind, weil der Euro besonders stark war, und am nächsten Tag wird ein besonders schwacher Euro schon wieder als Anstieg für die Börsenkurse gewertet. Deshalb sollte man die Erklärungen der Kommentatoren am besten komplett ignorieren. Sie versuchen, logische Erklärungen zu finden, die es so gar nicht gibt. Bei ihnen machen die Kurse die Nachrichten und nicht die Nachrichten die Kurse. An der Börse sollte man sich für kurzfristige Zeiträume auf folgende Erklärungen beschränken. Ist das Angebot höher als die Nachfrage? Dann sinken die Aktien. Ist die Nachfrage höher als das Angebot? Dann steigen sie. Und sind Nachfrage und Angebot gleich, kommt es zum Stillstand. An der Börse wird oft viel zu viel in jedes kleine Ereignis alles Mögliche hineinanalysiert. Man sollte gar nicht erst versuchen, jeden Tag eine logische Erklärung zu finden, warum die Aktien gestiegen oder gefallen sind. Die kurzfristige Tendenz hängt einfach nur davon ab, ob es für die Käufer wichtiger ist zu kaufen, als für die Verkäufer zu verkaufen oder andersrum. Wenn die Käufer eine besonders positive Stimmung haben und auch noch Geld haben, eine gute Liquidität, dann spielen die Nachrichten gar keine große Rolle. Kurzfristig sind die fundamentalen Daten also gar nicht so entscheidend. Es kann durchaus passieren, dass in kurzem Zeitraum schlechte Aktien fallen und gute Aktien steigen. Man hat es ja neulich erst wieder bei Wirecard gesehen, wo die fundamentalen Daten so schlecht waren, wie sie nur sein konnten, die Aktie dann kurzfristig trotzdem von 1,50 auf 6,50 gestiegen ist. Ich habe dieses Video jetzt heute im Garten aufgenommen. Schreibt mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ansonsten lasst noch ein Like für den Algorithmus da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.